Und damit herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Link's Awakening, die Version für die Switch. Das Spiel ist nicht neu, also das Spiel schon, die Geschichte nicht und das Gameplay an sich sozusagen auch nicht. Ich kenne das Spiel schon komplett. Ich weiß nicht, was sich Nintendo noch so dazu gedacht hat. Aber das Original kenne ich, habe ich als Kind gespielt. Ist allerdings auch schon wieder ewig her, deswegen... Ah. Bin ich einfach mal sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Und... Ja, wir legen offensichtlich direkt drunter. Was ist denn der Heldenmodus? Soll ich das probieren? Traue ich mich das? Nein, wir wollen es einmal normal durchspielen. Wir wollen es einmal normal... Es heißt natürlich Link. Wir wollen es einmal lieber normal durchspielen. Da bin ich doch sehr stark dafür. Ei. So, ich werde auch gleich kurz die Aufnahme nochmal beenden, um zu schauen, ob alles synchron ist von der Aufnahme her. Das ist ja immer ein bisschen ärgerlich. Aber dafür muss ich erstmal ein paar Sachen haben, die dann wirklich auch exakt zuzuordnen sind. Und Marin spricht, das ist das Mädchen, was uns da gerade am Strand gefunden hat. Man hat ja gerade gesehen, ja, wir sind gestrandet. Wir sind am Strand gelandet und sie hat uns gefunden. Ein Glück, du bist wach. Ich dachte, du wachst nie mehr auf. Was, Zelda? Nein, ich heiße Marin. Du bist auf der Insel Kokolind. Bist du in Ordnung? Speichervorgang. Oh, ich kann mit den... Pfeiltasten gar nicht laufen. Okay. So kann ich laufen. Ist das eine Halterung für etwas? Es steht Piranha-Pflanze darauf. Okay. Uff, das sieht noch schwerer als schwer aus. Im Moment reicht deine Kraft dafür nicht. Okay. Ich werde mich trotzdem versuchen, mit Spoilern und so zurückzuhalten, falls es jemanden natürlich jetzt gibt, der das Spiel noch nicht kennt. Werde ich jetzt nicht so viel dann sagen, ach, später passiert übrigens das und das und das und jenes und da muss man das und das. Also, aber diese Halterungen sind für mich jetzt auch neu. Das könnten irgendwelche Collectibles sein oder sowas. Ist das eine Halterung für etwas? Es steht Goomba drauf. Ja, wahrscheinlich sind es Collectibles. Okay. Ja, spinn ich denn? Was fällt dir ein, da herumzuwühlen, du ungezogener Kerl? Ach, Tarin. Endlich bist du wieder auf den Beinen. Heißt übrigens Tarin. Geht es dir gut, Link? Was, woher ich deinen Namen weiß? Der steht auf der Rückseite von diesem Schild. Hier. Ah, wir kriegen direkt unseren Schild wieder. Halte R gedrückt, um ihn mit dem Gürtel. Okay, alles klar. Habe ich dann da jetzt was, was, ja! Woran ich testen kann, ob es synchron ist. Klack, klack, klack. So, wir sehen uns. Ja, es sah sehr synchron aus. Ich habe nur die Aufnahme ein bisschen zu bald beendet. Ich wollte natürlich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Und habe aber in dem Moment schon auf Ö gedrückt. Und das muss ich ja immer ein bisschen nach... also, nicht wundern. Ihr habt jetzt den einen Teil nicht gehört. Habt ihr gerade selber festgestellt. So, aber ich bin gerade im Menü gelandet. Ah, da hätte ich auch Synchronität testen können, by the way. Lull. Aber hat gepasst, sehr schön. Also Schild mit deinem Namen drauf. Er heißt nicht Hyrule-Schild, obwohl es ja eigentlich der Hyrule-Schild ist, okay. Grünes Gewand. Dein Lieblingsgewand, in dem du an Land gespült wurdest. Ja, und offensichtlich auch mein einziges. Herzteile kriegen wir natürlich auch hier wieder. Werden wir, glaube ich, gleich mal eins holen, wenn es zumindest so wie im Original auch funktioniert. Oh, wir können ihn immer speichern hier. Sieht ein bisschen aus wie Breath of the Wild. Also das Menü so, ne? Dieses, da drüben ist Speichern und so, aber ist ja cool. Karte Minus, kann man gleich mal gucken. Geht's hier rüber noch? Okay, X Erinnerungen, was ist das denn? Das sind die Collectibles. Herzteile und... Okay, ja, die wusstet ihr jetzt noch gar nicht, aber ja, es gibt hier Herzteile und Zaubermuscheln. Was die sind, sehen wir noch. Ich werde nichts verraten. Ich weiß es halt, für mich sind keine Überraschungen dabei, aber, ne?
Bis auf diese Statuen oder diese Dinger da mit Piranha-Pflanze, das ist mir neu. Was ist denn Pin? 0 von 30. Ach, kann ich etwa? Ja, willkommen bei Breath of the Wild. Wie kriege ich das wieder weg? Oh, muss das alles extra machen? Oh nein. Okay, ganz schnell wieder weg. Sonst denke ich irgendwann, ich habe da irgendwas hingesetzt. Aber ich kann mich jetzt. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich das sehr, sehr stark nutzen werde, weil so groß ist die Welt nun nicht. Okay. Aber es hatte damals auf dem Gameboy gepasst, also, ne? Geh den Weg entlang nach Süden, um zum Strand zu kommen, wo ich dich gefunden habe. Vielleicht solltest du dich dort mal umschauen. Aber sei vorsichtig, dort wimmelt es vor Monstern, seit du angespült worden bist. Ja, das ist korrekt. Okay, es lädt ganz schön lange. Huiuiui. Wow. Das ist ein Ladebildschirm gewesen. Ah, es ist so schön. Ach, es ist ein bisschen wie nach Hause zu kommen. Oh, oh! Oh. Okay, Zoom. Ah, oh, nice. Ach ja. Das heißt, die Karte deckt sich dann auch so Stück für Stück auf, einfach wenn wir hinkommen. Alles klar. Was ich bisher noch ein bisschen vermisse, sind Optionen, aber gut. Wer braucht schon Optionen, ne? Dann halt keine Optionen. Okay. Hier, ich habe ein Schild. Du tust mir nichts. Okay. Ah, ich kann auch kein Gras hochheben. Okay. Hey, wenn du das Spiel speichern willst, musst du. Ja, wirklich. Ja, du bist nur ein Kind. Ich glaube, das hat er im Original. Ich bin gespannt, wie viel sie an Texten vom Original gelassen haben. Es gab teilweise sehr interessante Texte, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie viel sie davon übernommen haben. Hier ruht der fliegende Gockel. Ja. Oh, böse Erinnerungen. Böse Erinnerungen. Hallo. Hey. Ach, hol dir etwas vom Regal und bring es zur Kasse. Zweihundert Rubine, ein Herzteil. Das haben wir noch nicht. Luxusschaufel, 200 Rubine. Drei Herzen, 10 Rubine. Und ein neuer Schild, 20 Rubine. Kann ich etwa meinen Schild verlieren? Oh nein. Wir hoffen, dass das nicht passiert. Die Sache ist die. Man kann hier etwas tun, aber ich weiß nicht, ob das hier auch geht. Bist du noch ganz sauber? Du musst das bezahlen. Zurück damit. Haben Sie das? Ich weiß nicht. Nee, es geht. Also, der ist schon fix, ne? Nee, es geht nicht. Nee, es geht nicht. Vielleicht geht's nicht, vielleicht bin ich auch einfach gerade zu unfähig. Ich weiß es nicht. Nee, okay, egal. Dann sage ich jetzt mal nichts dazu. Vielleicht geht es später. Ich weiß es nicht. Ich verrate mal noch nichts. So. Es scheint, dass du nach dem Speichern wieder dort beginnst, wo du zuletzt gespeichert hast. Außer in Labyrinthen, da fängst du wieder am Eingang an. Ich verstehe das auch nicht, aber ich bin auch noch zu klein. Ja, so ist das. Geht alles noch nicht hier. So.
Ah, der Ladebildschirm ist ordentlich. Das muss man mal lassen. Ach, hier ist auch wieder so ein Ding. Shy Guy. Noch eine Halterung. Buhu. Hast du schon meine Vierlinge getroffen? Ich bin Papal und glaube, dass ich mich später im Gebirge verirren werde. Suchst du mich dort? Das ist schon der Text. Das hat er im Original auch gesagt. Ja. Kann man die mehrmals ansprechen? Nein, okay. Lohnt sich nicht. Sie sehen alle gleich aus, meine vier Jungs. Auch ich kann sie manchmal nicht unterscheiden. Mein Sohn fragt zurzeit immer nach der Yoshi-Puppe. Ich habe eine in der Kran-Kemenate gesehen. Ja, das ist ein Hinweis. Ist das eine Halterung für etwas? Es steht Poki drauf. Oh, wir kriegen ja sämtliche Mario-Viecher. Das ist ja voll cool. Bin ja jetzt schon Fan. So. Ja, mit ein paar von denen haben wir ja schon gesprochen. Das sind die Kids, die hier rumlaufen. So, was haben wir hier? Ja, mir geht's gut. Und dir? Okay, das war alles. Haben wir auch eine Halterung irgendwo? Und hier ist das Telefon stehen. Das hat auch einen... Ah, da ist eine Halterung. Cheep, cheep. Wie soll ich es sagen? Aber naja, könntest du mich bitte von draußen anrufen? Es scheint, Ulrira ist sehr schüchtern. Das war ein Hinweis. Das war ein Hinweis. Er heißt Ulrira. Und es gibt so Telefonhäuser. Und von da aus wird er gesprächiger. Tut, tut, ja, hier Ulrira. Ich dachte früher auch immer, ich bin jetzt schon wieder verwirrt. Ist das jetzt ein Kerl gewesen? Das ist schon ein Kerl gewesen, ne? Ich dachte früher immer, Ulrira ist eine Frau. Frag mich alles, was diese Insel betrifft. Ruf mich an, wenn du mal nicht weiter weißt. In der Dorfbücherei gibt es interessante Bücher. Nun, du solltest sie mal lesen. Tschüss, klick, tut, tut, tut. Also, das werden wir nicht oft machen, weil das führt, wie gesagt, immer wieder dazu, dass man geführt wird, wo es weitergeht, wenn man es nicht weiß. Das werden wir nicht brauchen. Hallo. Na? Ich habe leider deinen Namen vergessen. Oh. Das wollte ich nicht. Schöne Kleider, Make-up und Juwelen. Ich liebe dieses Zeug. Und wenn du ein schickes Accessoire hast, dann her damit. Ach ja. So. Bonjour, mein kleiner Komet. Komet heißt der, genau. Sieht mit seiner Frisur so süß aus. Halt, da war eine Dings. Kann ich gleich mal gucken, was da für eine Figur hinkommt. Wobei ich mir jetzt wahrscheinlich eh nicht merken werde. Komet. Okay. Ich könnte mir die Halterungen markieren. Ne? Dass ich weiß, wo Halterungen überall sind. Aber gut, die sind hier in jedem Haus bisher, also das muss ich mir nicht markieren. Aber vielleicht, wenn ich unterwegs mal so eine Halterung finde, dass ich da dann... Ach, ich komme noch gar nicht in den Brunnen rein. Na gut, ich soll ja auch zum Strand. Wir gehen jetzt mal zum Strand. Keine Umwege mehr. Wir gehen jetzt direkt zum Strand. Wo es ja vom Monstern wimmeln soll. Aber wir haben ja ein Schild, also alles gut. Der Toronga-Strand. So, hier könnten wir alle nix. Du vielleicht schon? Nee, du auch nicht. So, und hier haben wir jetzt eigentlich typische Kirby-Gegner. Aber es wurde, früher wurden hier halt lauter so Sachen eingebaut, die man schon kannte. Zum Beispiel eben die Mario-Sachen. Aber nicht als diese Statuen. So,
sondern... Ja, das werden wir noch sehen. So, aber... Hä? Müsste ich nicht langsam... Kann ich die von der Seite öffnen? Bestimmt nicht. Natürlich nicht. Okay, aber da unten... finden wir jetzt... gar nichts. Bin ich zu bald hier? Aber sie hat doch gesagt, ich soll zum Strand. Hier müsste doch aber irgendwo... Da! Ich bin blind. Ja, moin. Uhu, uhu, es ist also dein Schwert. Jetzt verstehe ich, warum die Monster so unruhig sind. Ein mutiger Jüngling ist gekommen, um den Windfisch zu wecken. Es heißt, man könne die Insel nicht verlassen, ohne den Windfisch aus seinem Schlaf zu holen. Du solltest zuerst nach Norden in den Zauberwald. Und wir haben endlich unser Schwert gefunden und sind froh, unseren Namen darauf zu lesen. Link. Schwinge es durch Drücken von B, um Gegner anzugreifen. Bam, 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 bam. Jetzt geht alles kaputt hier. Und wir haben auch direkt eine Wirbelattacke. Hui. So, und jetzt können wir auch die Büsche kaputt machen. Und endlich Geld holen. Wir brauchen in diesem Spiel so viel Geld, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube, man brauchte schon einiges an Geld. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Und die Musik ist besser geworden. So. Bevor wir aber zum Zauberwald gehen, gehen wir einmal hier runter. Bäm. Aua. Also ich sollte mit meinem Schild arbeiten, sonst werde ich mir hier ziemlich wehtun. Wurmschlüsselloch. Hm? Was hat das zu bedeuten? Das werden wir noch sehen. So, wollte ich nur schon mal zeigen. Ist gar nicht so einfach, nicht ständig irgendwas zu verraten. Was noch so. Oh, warte, wie komme ich jetzt wieder hoch? Komme ich da einfach hoch? Ach, hier hinten rum, ne? Habe ich nicht gesehen. Ich bin halt auch ein... Vorhin war der Apfel noch grün, als wir hier waren. Jetzt ist er rot geworden. Das ist ja cool. So, hier ist die Bücherei. Aber ich nehme an, die Bücher, die wir hier lesen sollen, sind einfach so Hinweisbücher. Ja. Das brauchen wir eigentlich nicht so weit, ne? Ja, nee, nee, nee. Da verrät uns sogar irgendwelches Zeug. Das will ich gar nicht lesen. Aber was ist das denn hier für ein Buch? Dunkle Geheimnisse. Ja, das lesen wir natürlich. Was ist das? Tja, ohne die magische Lupe wirst du die kleinen Lettern in dem Buch wohl nicht lesen können. Vielleicht hilft es, wenn du ein paar Leute unter die Lupe nimmst. Ha. Das ist ein Regal. Was? Das hast du auch gewusst? Na gut. Ja, aber da ist was drauf auf dem Regal. Kann ich hier an das Bild ranzoomen? Da ist ein Bild von der Insel übrigens da oben. Aber ich kann nicht ranzoomen. Okay. So, was ich aber schnell noch machen möchte, bevor das eine Sache ist, die ich irgendwann vergesse, ist einmal hier den Brunnen besuchen. Denn... ich wette, das ist das Herzteil, was jeder Let's Player, der das Spiel schon mal gespielt hat, sich als erstes holt. Das wird bei allen Let's Plays identisch sein, keine Ahnung. Denn hier ist ein Herzteil drin. Sehr schön. Das war's auch schon.
Brunnen fertig. So. Jetzt können wir endlich Hühner hauen. Yay. Boah, wie lange brauchen die denn, bis die durchdrehen? Ah, na endlich. Oh nein. Ah, denen ist aber ganz schön einfach auszuweichen. Die sind nicht so gefährlich wie im Original. Aua. Okay, ich sollte mal jetzt trotzdem in ein Haus wieder reingehen. Dass wir in Sicherheit kommen. So. Ach ja, es ist so schön, solche Sachen zu machen. Gut. So, wenn ich mich richtig erinnere. Halt, Geld. Nee, und, nee, ich glaube, dafür brauche ich die Schaufel. Ich dachte, hier war irgendwas. Aber ich glaube, dafür brauche ich die Schaufel. Halt! Ich weiß übersehen. Zaubermuschel, wozu die wohl gut ist. Ja, das sind so Collectibles. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis hier. Oh, das wollte ich nicht. Oh Gott. Man kann den hauen. Okay. Wollte ich doch gar nicht. Was ist das? Oh. Wunderkran. Ein Spiel 10 Rubine. Herzteil Yoshi-Puppe. Erstmal wäre mir das Herzteil wichtiger. Mit den Knöpfen bewegst du den Kran, der Rest ist Timing. Nach hinten, nach rechts. Also erstmal nach rechts A. Oh Gott, ist der schnell. Und dann nach hinten. Nein, weiter. Oh, das reicht doch nicht. Oder sind die freundlich? Ah, oh, die sind freundlich. Okay. Ja, dann ist es ja in Ordnung. Das ist ja simpel. Sehr schön. Ja, ja, aber ich habe kein Geld mehr, also. Gerade ist nicht. Yay! So. Aber Yoshi-Puppe ist hier drin. Man hätte natürlich, ja, wirtschaftlich hätte man sich erst den 50er-Rubin holen können. Zumindest es versuchen. Aber gut. Ich hole mir schnell auch noch gleich die Yoshi-Puppe. Weil, warum nicht? Wir wissen ja auch schon, wo die hin soll. Ah, das wollte ich nicht. Jetzt hau ich den immer. Was soll das denn? So. 5, 6. Nice. Geh doch. Renn mir doch nicht im Weg rum. Einen noch. Braucht nur noch ein Dankeschön. Yoshi-Puppe. Ja, let's go. Okay. Hä? Jetzt ist da eine Muschel aufgetaucht. Ach so, es kommen mehr Sachen nach. Okay. Also. Ah, oh, das muss doch treffen. Jawohl. Okay, das ist ziemlich ein. Das ist ja frech. Okay. Dann machen wir das halt später.
Jetzt gehe ich nicht mehr Geld sammeln. Nein, wollte ich nicht. Okay, dann machen wir das später. Dann gehe ich jetzt speichern. Beziehungsweise hier oben waren wir noch nicht, ne? Hier waren wir noch nicht. Noch kein Rekord aufgestellt. Versuch es doch mal. Was war denn hier? Oh nein, oh nein. Nein, ich möchte nicht angeln. Das machen wir später. Nein, danke. Wirklich nicht. Ei, ei, ei. Okay. Dann gehen wir zum Zauberwald, aber den betreten wir erst das nächste Mal. Gut, eigentlich wissen wir noch gar nicht, dass der da oben ist. Jetzt wissen wir, dass der da oben ist. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.